Große Ehre für Liao Xiaobo. Der inhaftierte chinesische Dissident erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Das Nobelpreiskomitee in Oslo ehrt den 54-Jährigen wegen seines langen und gewaltlosen Kampfes für die Menschenrechte in der Volksrepublik. Komiteepräsident Thorbjørn Jagland spricht von einer engen Verbindung zwischen Menschenrechten und Frieden. China müsse sich auch politisch seiner gewachsenen Bedeutung stellen, etwa beim Recht auf freie Meinungsäußerung. China bricht mehrere internationale Abkommen, die es selbst unterzeichnet hat. Es bricht auch eigene Vorschriften bezüglich politischer Rechte. Schon im Vorfeld hatte Liao als Favorit für den Nobelpreis gegolten. Im Dezember 2009 wurde er zu 11 Jahren Haft verurteilt, wegen Untergrabung der Staatsgewalt. Als Mitverfasser der Charta 08 fordert er tiefgreifende politische Reformen in China. Bereits nach der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking 1989 saß er 1,5 Jahre in Haft. Liao ist der erste chinesische Staatsbürger, der den Friedensnobelpreis erhält. Peking kritisiert die Auszeichnung. Liaos Aktivitäten, so lässt die Regierung verlauten, widersprechen dem Ziel des Friedensnobelpreises. Der französische Politologe Jean-Philippe Béjart ist ein langjähriger Weggefährte Liaos. Er sieht Chinas Führung durch die Nobelpreisentscheidung unter Druck. Aus Sicht der Machthaber ist das natürlich eine Demütigung. Sie stehen vor einer einfachen Wahl. Lassen Sie eine Diskussion zu oder verhalten Sie sich wie die Militärjunta in Birma mit Aung San Suu Kyi und lassen Liao Xiaobo in Haft. Die Entscheidung liegt jetzt in Ihren Händen. Wer den Preis für den inhaftierten Xiaobo entgegennehmen wird, ist noch unklar. Die Bundesregierung begrüßt die Auszeichnung für den Menschenrechtler. Sie fordert zum wiederholten Male seine Freilassung.